CDV für die Opernwerkstatt. Wir sitzen hier in Rufweite sozusagen zum Zirkuszelt und zum Schloss Hellenstein und neben mir sitzt der Nico Stabel. Nico Stabel ist der musikalische Leiter der Oper in diesem Jahr. Hallo Nico. Hallo, grüß dich. Nico, wir haben ein fulminantes Stück in diesem Jahr, Zorro jagt den Carmen-Schatz, und ihr habt, glaube ich, eine ganz besondere und eine sehr schöne Musik dazu ausgesucht. Erzähl doch mal, was ihr ausgesucht habt. Ja, es spielt ja in Spanien das Stück. Genau wie die große Carmen oben, die im Rittersaal stattfindet. Wir haben eine Collage zusammengezimmert aus bekannten Stücken, aus der Carmen natürlich von Bizet und von Rossini, dem Barbier. Und dazu noch spanische Musik von Jiménez, ein spanischer Komponist, der speziell bekannt ist für seine Zarzuelas. Das sind so die spanischen Operetten, würde ich jetzt mal sagen, ja, platt gesagt. Dazu kommen Eigenkompositionen, die extra für das Stück geschrieben wurden. Das ist ja eine Uraufführung. Die wurden geschrieben von Andres Holkau vom Theater Hagen. Und die fügen sich toll ein, auch in diese Musik von Bizet und Rossini. Ein bisschen Mozart haben wir auch dabei. Also es ist eine bunte Collage, würde ich sagen, auch von bekannten Melodien, die man auch kennt oder kennen sollte, mit denen die Kinder jetzt in Berührung kommen. Und es fügt sich toll ein, auch innerhalb der Szene. Du hast ja mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung mit Kinderstücken, mit Kinderopern. Dann achtest du wahrscheinlich auch darauf, dass du schon immer Stücke raussuchst, die sondern auch Kinder begeistern können? Ja, also ich habe es ja nicht rausgesucht. Also es ist, das Stück stand fest, es ist ein Auftragswerk, es wurde konzipiert, nicht durch mich, sondern ich bin der Ausführende. Aber es ist mir ganz wichtig, dass es gut zusammengeht mit der Szene. Wir haben auch viele Stellen, wo die Musik unterbrochen wird und wo wieder ein Stück Szene eingefügt ist und dann geht das Stück weiter. Also so, dass es nie zu viel Musik am Stück ist, sag ich mal, weil gerade für Kinder ist es ja auch schwierig und eine Sache von Aufmerksamkeit und Konzentration auch dran zu bleiben. Gerade am Operngesang, viele der Kinder erleben zum allerersten Mal Oper live. Sind vielleicht ein bisschen verunsichert, weiß ich nicht. Wir müssen erstmal gucken, damit zurechtzukommen. Das heißt, wir haben es ein bisschen in guten Portionen, in guten Häppchen, dass man dem Stück auch sehr gut folgen kann, dass der Text nicht untergeht, wenn auf die Musik gesprochen wird zum Beispiel, sondern dass wir es ziemlich blockweise machen, dass auch die Szene zwischen den Musiken klar ist für die Kinder, dass es verständlich ist. So, meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist, dass die Kinder am Ende immer restlos begeistert sind. Das vermute ich in diesem Jahr mindestens genauso, wenn nicht noch mehr. Das hoffen wir alle, ja. Sag noch mal ein bisschen was zu der besonderen Atmosphäre in Heidenheim. Also ihr probt ja jetzt schon seit Wochen im Zirkuszelt. Was ist das Besondere in Heidenheim? Also der Arbeitsplatz ist natürlich toll. Also es ist was Besonderes, erstens hier in einem Park zu spielen, zu proben, seine Tage zu verbringen. Am besten natürlich bei schönstem Wetter. Und dann natürlich die spezielle Location, das Zelt an sich, ist was ganz Besonderes, was letztes Jahr schon toll war und sich auch als sehr gut erwiesen hat, als Spielstätte und auch vom Publikum sehr, sehr gut angenommen wurde. Und jetzt haben wir dieses Jahr noch eine wirkliche Zirkustribüne drin stehen für die Zuschauer. Das heißt, es hat noch mehr Zirkuscharakter als noch im letzten Jahr. Wir sind sehr gespannt. Die Premiere ist am 6. Juni und ich sage jetzt an dieser Stelle schon mal toi toi toi, aber wir werden mit Sicherheit nochmal miteinander reden. Danke, Nico. Danke auch.